seid ihr bei Simone Stempel mit dir. Heute möchte ich euch mal wieder kreative Sachen zeigen und Produkte, ja, die bei mir zu meinen Lieblingen gehören, die ich den Katalog entdeckt habe und sofort begeistert war. Schlag dann gleich mal sagte auf 44 und 45 und dieser schöne Seerosenteich. Haben mich sofort angesprochen. Ich fand es schade, dass die Papiere ein bisschen kleiner sind. Aber egal, trotz allem sind die sehr schön für Karten. Reicht die auf jeden Fall. Ja. Und ja, man kann sie hier unten natürlich auch sehen. Aber nochmal als ganzes Blatt. Und dann natürlich auch immer noch auf der Rückseite. Und das Schöne ist, dass man auch welche davon ausstanzen kann. Also man muss sie nicht alle voneinander ausschneiden. Gibt da zwar Stanzwurm, wo das dann genau passt. Ah, das sind allerdings zwei verschiedene. Genau. Das nehmen schon. Ja, hier ist die eine Ente. Und die andere Ente, die dazu passt, die ist auf einem anderen Bogen. Dann haben wir hier natürlich auch noch Fische dabei. Ja, so. Ratten wir dann. Die habe ich jetzt von Hand ausgeschnitten, genau. Da ist noch ein Frosch dabei. Es gibt hier auch das Stempelset mit dem Frosch. Diese Wiese passt super zu den Enten. Da gibt es so einen richtig schönen Nachwuchs. Also ganz toll, die Teile. Da ist das Entchen drauf. Das ist von der anderen Teil. Oh. Da habe ich mich irgendwie vertan. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, da ist es. Genau. Also wie gesagt, passen wir damit Schilf. Rückseite. Eine Entenfamilie. Also Junge mit Mama. Die Blumen. Also wunderschöne Papiere dazu. Ab jetzt die Papiere. Jetzt mit den zwei Karten, die ich gemacht habe, die ihr wahrscheinlich auch auf meinem Blog schon gesehen habt, nicht mit dem Designerpapier direkt verarbeitet. Das werde ich dann gleich im Video zeigen. Genau. Es gibt ja auch noch diese kleinen Kleber, selbstklebende runde Akzente in drei verschiedenen Farben. Passend zu den der Reihe. Und zwar haben wir da einen Granit, ne? Pfirsich und Rosé. Die drei Farben sind da drin. Jetzt zeige ich euch noch das Stempelset. Dann dieses kleine Tempel und Ausstanzenkant. Ach da. Da ist er abgestürzt. Dann lassen wir das mal da unten. Jetzt muss ich da dran auf dem Boden rumkrabbeln. Na, und da unten der Frosch, das ist ja, da ist die Ente. Hab schon gesagt, muss doch irgendwo sein. Ja, ein bisschen versteckt, der Frosch. Dann gibt es hier Blätter und Tüten und natürlich auch noch die Zweige. Hab das ein bisschen ausgestanzt. Na, da unten geht ein Blatt raus und das andere rein. Da habt ihr dann diesen Granit und auf der Rückseite habe ich immer das Designerpapier genommen, aber in dem Fall werde ich es natürlich nicht verwenden. Ich habe es ja anders geschnitten. Das heißt, ich habe noch einen Streifen, den ich dann für die Karte verwenden kann. Da haben wir dann die Enden. Da kommen dann die beiden mit auf. Da ist der Nabel. Dann haben wir die Blätter. Habe ich verschiedene beiden Grüntöne, einmal blau mehr, dann hier aus den Resten gestanzt. Die Ente habe ich hier mal beklebt, genau, da genau entgegengesetzt mit weiße Ente und dann eine andere aufsetzen. Da ist noch ein Flügel. Zwei, davon gibt es zwei Stück, kann man dann zusammen ausstatten. Alle hat man jede Menge Zubehör noch dazu. Naja. So, und jetzt zeige ich euch die Karten. Einmal habe ich hier
die Enten mit drauf gemacht, den Teich und der Hintergrund ist das hellblau. Genauso wie bei dem anderen. Also die Möglichkeit ist Apfelgrün zu nehmen, allerdings habe ich hier genauso diese neue Farbe genommen, die wir hier haben. Es muss nicht unbedingt Apfelgrün sein, wenn man sieht, harmoniert auch. Es ist zwar etwas dunkler und trotzdem passt es ganz gut zusammen. So, dann habe ich die Farben, den Farbengrün genommen. Da ein bisschen noch das Zuge. Am einen habe ich das gestempelte, aus dem Designerpapier gedruckte, aus dem Designerpapier ausgeschnitten. Und dazu gibt es eine Stanzform. Hier sieht man die. Ihr könnt es quasi stempeln, wie hier. Und dazu sind diese drei. Oder ihr stampft es direkt aus dem Designerpapier. Das habe ich in dem Fall gemacht. Nun habe ich hier nochmal die Noten alle in der anderen Farbe in Pfirsichcreme ausgestanzt. So, oder auch in Pfirsichcreme und mit Granit zusammen. Und alles Gute, ist natürlich ein schöner Geburtstagsgruß. Ja. Werden wir eine andere Karte noch fertigen. Die geht jetzt allerdings relativ schnell. Ich habe die schon vorbereitet. Ja. Da werden wir einfach draufkleben, ein Band drumherum und einen Gruß setzen. Also man kann das jetzt auch auf die Schnelle machen. Ja. Wir sehen die anderen Stanzformen. Ich werde euch gleich auch mal zeigen. Ich habe noch Produkte vorbereitet. Ich habe diese ganzen Enten da noch alle. Enten und Fische. Ich habe alles Mögliche ausgeschnitten. Ja, war dann einfach mal so am Schneiden dabei. Wobei ich dann Film geschaut habe. Also ganz gemütlich vorm Fernseher oder sonst was geht das wunderbar. Ja. Und die beiden zusammen. Ja. So, dann gucken wir mal. Können wir zum Beispiel den Gruß auch schön, dass du da bist, nehmen. Ich habe ja alles Gute. Oder ein paar Kröten für dich. Das passt richtig gut. Ich glaube, wir werden das nehmen. Da habe ich einen Streifen dazu. So, mal gucken, ob das passt. Ob es noch sauber ist. Da machen wir das mal darunter. Dann brauchen wir noch einen Stempelblock. Habe ich hier noch einen Stempelblock. Ein paar Kröten für dich. Jetzt gucken wir mal, wie lang das ist. Oh, das passt genau in die Mitte. Das ist gut. So, und jetzt die Frage ist, welche Farbe nehmen wir? Oder sollen wir sogar mehrere Farben nehmen? Also ich bin da ja immer so ein Fan von, das zu kombinieren. Weil der Designerpapier auch mehrere Farben hat. Jetzt gucken wir mal. Also das Rosé ist da drin und das Dunkel, das ist das Faulengrün. Also ich glaube, diese Kombination finde ich eigentlich auch ganz gut. Die wiederholt sich da. Einen grünen Apfel hätte ich noch hier liegen. Schauen wir mal. Vielleicht kombinieren wir das mal zusammen. Also mal schauen. Also wenn wir das Rosé nehmen, würde ich sogar sagen, dann machen die Kröten damit. So, dann haben wir das jetzt in der Mitte und dann kann man voneinander überlegen, wo will ich die anderen Farben hinhaben. Und dann noch das Dunkle. Ah, ich finde das gut. Was ist das denn mal hier drauf? Dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Ein paar Kröten für dich. Ich habe jetzt ganz bewusst das genommen. Weil ich wollte das Band noch dazu sieben in Rosé.
habe zwar auch schon das ganze Papier, aber wenn ich jetzt da das drauf setze. Na, mal schauen, welche Seite schöner ist. So. Ein bisschen länger machen. Wenn ich da noch eine Schleife hin machen möchte bei der Kröte, dann kann ich die nämlich da entlang setzen. So. Doch. Gefährlich ist. Naja, bei dem Orange vom Oberteil, da kann man dann gar nicht mehr so viel mutzig machen. So. So. Von unten nach oben durchziehen. Da am Finger ist er. So. Okay, jetzt ist die Schleife schon fertig. Ja, geht ganz, ganz leicht. Befestigen wir uns das auf der Rückseite, dann rutscht es nicht mehr weg. So. Ungefähr auf dieser Höhe. Vielleicht noch ein bisschen rüber direkt. Bisschen zum Rand hin. Dann passt das mit den Kröten besser drauf. Genau. Beste Befestigung wäre dann mit dem Abrassklebeband. So. Dann kann man noch überlegen, will ich jetzt einen Abstandshalter nehmen sogar oder möchte ich gucken, dass ich das ungefähr auf die gleiche Höhe habe, so damit das von hinten. Ja. Gucken wir mal. So. Also, eine ganz einfache Karte in dem Sinne, aber der Effekt ist doch ganz gut. Dann machen wir das ein bisschen weg. So, ich habe jetzt hier noch mal was zum Tanzen genommen. Das halte ich mit dem kleinen Teil einfacher. Und zwar will ich das Ganze ein bisschen schmaler machen. Ja, damit das nicht so groß auf der Karte ist. Sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Entscheidet jeder für sich selber. Ja, das ist nur eine Idee. Und hier könnt ihr umsetzen. Genauso oder etwas anders. Wie auch immer. So, gucken wir mal. Das machen wir da. Also so habt ihr einen Ansatz. Da kann man dann schauen, schon. Ist gar nicht so schwer. Man muss es gar nicht wegschneiden ganz. Nur gucken, dass man genau dieselbe Höhe ansetzt. Ja. So, ist es schon fertig. Das könnte man jetzt genau drauflegen. Dann kann aber auch sein, dass man einen Teil nicht sieht. Man könnte natürlich auch ein bisschen schräger draufsetzen. Also eigentlich ist es ja völlig egal. Auch da ist man wieder völlig frei. Das finde ich so schön beim Kreativsein. Man kann das so machen, wie einem das am liebsten oder am besten gefällt. Vielleicht spricht man doch nur noch mit der Kundin, wie sie es gerne haben möchte. Genau.
wenn das eine Karte ist, die man für jemand anders fertigt. Also da sind die Geschmäcker ja wieder verschieden. So. Okay. Ja, das ist das Modell eigentlich schon fast fertig. Wenn euch das zu schlapperig ist an der Stelle, dann ist auch noch die Möglichkeit, einfach einen Streifen darunter zu machen. Das Klebeband. So. Ja, es ist an der Stelle ein bisschen fester. Ja, ich glaube, ich mache das mal hier so drüber. Dann nehmen wir uns die Minis. Dann kann man das gut schenken und tut mir noch ein Geldschein mit rein. Das war's dann eigentlich schon. Super schnell fertig. Überlegt, das ist nett. Da könnte man ja vielleicht auch noch eine Ente draufsetzen, die dann schaut aus, als wenn die dann da sitzt und schläft. Ja. Das ja, auch noch eine Variante. Also da die Kröte nicht ganz alleine. Wissen wir das, wie die Viere sich immer fühlen? Ob sie sich wohlfühlen, wenn sie alleine sind oder nicht? Wir wissen es nicht wirklich. So. Und dadurch, dass ich die Farbe nur einmal habe, schon, machen wir jetzt einfach noch eine dazu. Sieht aus wie eine Perle. Ja, so schaut's aus. Ruckzuck, fertig. Und da doch auch mit den Streifen kann man da auch noch ein bisschen was machen, der da abgeschnitten wurde von einem Grauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nicht so viel Kreatives, ein bisschen. Dafür ja eher die fertigen Karten schon. Aber ihr habt's gesehen, was es gibt und was man machen kann. Genau. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ein bisschen kürzer hoffentlich bald wieder. Ich warte bei Simone Stempel mit dir. Bye, bye. Und klar, natürlich könnt ihr auch bei mir bestellen. Bye, bye.